Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls. In der letzten Folge haben wir den guten Richter gekillt. Und wir würden gerne. Ja. Wir würden gerne leveln. 20 Vitalität klingt nach einer guten Sache. Entweder bin ich blind oder der Unterschied ist halt wirklich nicht groß gewesen. So, wir haben auch letzte Folge. Folge war das, glaube ich, oder vorletzte. Ich bin mir nicht sicher, wie das aufgeteilt ist gerade. Ja, ihr seid zwei Priester. Hast du irgendwas zu sagen, nachdem ich so viele... Ja, okay. Wir haben einen Räuber in einer Kanalisation in einem Tunnel gefunden. Und wenn wir Glück haben... Es war ein Händler. Wenn wir Glück haben, hat er sich im Nexus... verloren. Are you here to face the demons? If so, please free Sage Freyk the Visionary from his cell in Latria. I will help you however I can. Sage Freyk is a gleaming hope for humankind, but I have not the power to save him alone. Weil du ein Loser bist. Seelenpfeil. Standardzauber schießt einen Seelenpfeil ab. Seelenpfeile fügen Magieschaden zu und sind effektiv gegen Ziele, die etwa durch Metallrüstung oder harte Schuppen gegen physische Angriffe geschützt sind. Flammenstoß. Dies ist für gewöhnlich der erste Zauber, den angehende Magier lernen. Waffenverzauberung. Fortgeschrittener Zauber. Verzaubert mit einem Fokus in der linken Hand die Waffe mit der rechten Hand. Verzauberte Waffen haben magische Effekte und sind effektiv gegen Ziele wie etwa... die etwa durch Metallrüstung oder harte Schuppen gegen physische Angriffe geschützt sind. Unterstützungszauber. Dämonenstreich. Erzeugt ein lautes Geräusch an einem entfernten Ort. Sieht cool aus. Der Zauber hat keine direkte Auswirkung bei Feinden und wird erst durch Vorstellungskraft effektiv. Tarnumhang. Ach ja. Ah nee, einfach nur Unsichtbarkeitszauber ist das. Unterstützungszauber. Verbirgt die Präsenz des Wirkenden und erleichtert das lautlose Anschleichen an den Feind oder die unbemerkte Flucht. Schutz. Aha. Wasserschleier. Unterstützungszauber umhüllt den Wirkenden mit einer Flüssigkeitsschicht, die erlittenen Feuerschaden senkt. Aha. Feuer. Sei es magisch oder natürlich, wird häufig bei Angriffen eingesetzt, sodass dieser Zauber vielfache Verwendung findet. Okay. Hi. Master Freyk. Is a great man who has systemized the magic of the soul arts to make it possible for human imitation. By observing the state of Boletaria and the demons within it, he is likely to pave the way for greater things. All the more reason that I must meet Master Freyk as soon as possible. Okay, bruh. Me? Of course I made my best effort to free Master Freyk. But I had not the strength, it's as simple as that. Besides, if I myself were captured, who would stand here and recruit rescuers? Besides, if I myself were... Weg von dir. Ich dachte, Magie ist... Geheimnis von Berthelos. Oh. Ja, okay, das ist ein anderer NPC, den ich bisher wegignoriert habe. I'm very sorry. Ja, Magier. Ich dachte, diese wären hier verboten. Das ist auch nur Strava. Nee. Wir können mal auf die nächste Etage gehen, weil ich glaube, da können halt auch noch NPCs landen. Ich weiß es nicht. Weil wenn hier oben... legit keiner sein kann und sein wird, wozu diese ganze fucking Etage? Alter, ich muss auch meine Augen so zusammenkneifen, weil das Bild halt immer noch so wack ist. Das Bild wäre sehr viel angenehmer, wenn nicht zwei Softboxen straight in meine Augen scheinen. Du bist verloren.
Ja, okay. Coole Händler gibt's anscheinend nur an Scheißorten. Alright. Ja, aber da wir ja jetzt jede erste Welt außer Welt 5, aber Welt 5 ist ganz spät dran. Keine Sorge. Wenn wir das alles ja geschafft haben, dann könnten wir uns mal Stufe 2 anschauen. Denn da gibt es einige Dinge, die wir gut gebrauchen könnten. Wirklich gut gebrauchen könnten. Und das ist halt noch das leichteste zweite Level als jetzt 4-2. 4-2 ist und Latro, ja, da will keiner Sau hin. Aber wir haben halt wieder die tolle Waffe. Aber lass mich ja mal ganz kurz hier den attackieren. Reinsteinscherbe, Schafsteinscherbe, große Scherbe. Okay, nice. Ja, ein bisschen mehr halten die aus. Wobei. Ja, ich bin nicht blöd. Ich weiß ganz genau, was leuchtet. Ich bin halt auch nicht mal in die richtige Richtung ausgewichen, ne? Ist egal, wir gehen sowieso noch einmal kurz zurück. Ich kann mir sogar Hilfe holen. Oh, wie schön. In Welten eingebrochen. Ja, nee, danke. Ich glaube nicht, dass ich den Nexus ausgewählt habe. Wow. Ich könnte noch mal töten, den Käfer? Alright. Können wir unsere Spitzhacke upgraden? Das glaube ich, dass du das alles forgen kannst. Waffe aufwerten. Spitzhacke. Nein, Schafsteinscherbe fehlt uns. Könnten wir auch kaufen, aber... Habt ihr keine Manieren? Nee. Ich habe Zeitdruck, Bursche. Beziehungsweise ich habe... Angst vor dem, was kommt. Weil der nächste Boss, also 2-2 Boss, der hat's in sich. Aber ich möchte gerne nochmal den Käfer töten, wenn er mir nochmal Loot gibt. Großartig, nice. Au, fuck off. Fickt euch einfach alle. Hoffentlich bin ich weit genug von der Explosion entfernt. Aber dann lass mich da. So. Jetzt kannst du nochmal herkommen. Motherfucker! Oh, diese Entfernung der Spitzhacke ist halt auch einfach scheiße. Und die geben halt auch nur fucking 15 Seelen. Who the fuck needs this? Warum explodiert ihr nicht? Warte mal kurz. Ja, es ist vielleicht ein bisschen dämlich. Ich hasse das. Ich hasse alles. Dann halt so. Ja, der hat auf jeden Fall was gedroppt. Große Schafstein. Okay. Ja, und das ist halt nicht einmal One-Hit. Schade. Ich weiß halt auch gerade nicht. Also es gibt halt zwei Wege, die relativ groß halt sind, ne? Aua, schon wieder dieser Faustschlag. Damn. Wo kommt er jetzt schon wieder her, ne? Yeah!
Ich hasse alles. Ich hasse alles! Oh. Scharfsteinscherbe 2, schön. Rauchsteinscherbe? Wie viele Waffen und wie viele Abzweigungen von Dingen kann ich hier bitte noch nehmen? Zeit für herunterfallen. Ja, das Ding ist, hier komme ich instantly zu einem Boss. Der ist in sich hat. Und weißt du was? Machen wir auch mal. Zeit für Rollen. Ja, das Ding ist halt natürlich, das ist hier kein Scheiß. Jump-and-Run-Spiel, aber die haben natürlich Jump-and-Lang-Einlagen. Jump-and-Run, meine ich. Ja, da müsste ich eigentlich runterfallen können, um zu sterben, oder? Aua. Ah, mein Fuß verletzt. Willkommen. Ich höre einen Käfer. Ich erinnere mich. Ring der Seuchenresistenz? Okay. Eine mit dunkelvioletten Siegel verzierter Ring. Erhöht die Resistenz gegen Seuchen. Er wurde von Geri, ja, bla bla bla. Eine Ratte stellt es dar. Seele eines berühmten Kriegers. Schön. Es geht noch weiter nach unten. Aber da geht es ja woanders hin. Und das auch gar nicht zu knapp. Also ich weiß, hier sind auch, glaube ich... Ich habe Gegner im Kopf. Oder kommen die nur bei einer Welt-Tendency? Rheinsteinscherbe, große Hartsteinscherbe. Nice. Nicer Loot. Wenn die Seelentendenz weiß ist. Ja, ich meine auch, dass hier irgendetwas... Ich glaube, ein Händler sogar... Aber ich weiß nicht, hatte ich weiße Welt-Tendency in diese Welt? Weird. Okay. Ich höre immer noch einen dieser Viecher. Gott. Eine Leiter? Und für die denn? Führt die mich denn irgendwo hin? Ich weiß es nicht. Okay, eine Seele, eine Leiter runter zu sliden ist auch nicht Teil des Spiels. Yikes. Seele eines unbekannten Helden. Und da sehe ich doch auch eine Leiche. Eine Leiche. Eine Leiter! Was? Steinlindwürmer sind nicht leicht. Waffe von Wert voraus. Okay. I don't care. Wenn. Oh, Gottes Willen. Gottes Hände. Bitte, 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 schieß mich nicht ab. Schieß mich nicht ab. Schmieß dich einfach nur nicht ab, ja? Oh. Okay. Faustwaffen. Das ist wirklich nicht das, was ich verwenden wollte. Wir Vollmond was. Nett. Nett so kurz vor einem Boss mir noch mal ein bisschen Heilung zu geben. Ich glaube, meine beste Chance ist tatsächlich die Spitzhacke. Und klebriges weißes Zeug. Was sollte das?
Naja. Auf ins Verderben, wa? Flammenschleicher, das ist einer der aggressivsten Bosse, die es in diesem ganzen Spiel gibt. Ja, und ausweichen ist halt, aua, nicht so leicht in diesem Kampf. Ja, und dann natürlich, ihn zu berühren. Was sollte ich das anders sonst tun, außer Schaden zu machen, ne? Aua. Puh, danke, dass du ausgewichen bist, oder zurückgewichen eher. Okay, man kann da nicht einmal durchrollen. Beschissen. Zack. Ja, und dieser Boden hier, der tut auch weh. Als wäre es nicht schon schwer genug. Ja. Ohne Magie macht das keinen Schaden. Das sind zwei Schläge, die insgesamt 50 Schaden gemacht haben. Was macht mein Schwert für Damage? Aua. Erstmal gar nichts. Okay, er weicht aber auch häufig genug von selber zurück, was ja nett ist. 76. Ich weiß halt nicht, ob Vorsicht in diesem Kampf mir weit bringt, mich weit bringt. Wenn der zweimal wieder irgendwie ausweicht oder halt die Attacke macht. Mal schauen, wie das. 150 mit einem Schlag, das ist schon nicht schlecht. Aber ja, das waren meine einzigen zwei. Und man kriegt die jetzt halt nicht einfach so, ne? Zack, zack. Okay, da weicht dann auch immer zweimal nach hinten aus. Mach mal. Das geht auch. Okay, da kann ich tatsächlich easy einfach nur weiter nach hinten ausweichen und. Okay. Ja, bei der Attacke nicht. Auch da nicht. Aber so. Ja, das klebrige weiße Zeug ist auch leider gleich weg. Ja. Aua. Okay, Hälfte des Lebens down. Wir müssen einfach nur fucking vorsichtig sein, ne? Und dann. Dann macht er Attacken, von denen ich nicht wusste, dass er die macht. Okay. Die Hälfte des Lebens. And he is. Not having it. Oh, right. Aua. Damn, jetzt wird er aggressive, der Boy. Ist okay. Das war. Ja, ich habe nicht. Mich an meine eigene Regel gehalten, gewisse Attacken auszuweichen, abzuwarten. Geduldig bleiben und gut ist. Jetzt machst du da halt einfach mit links. Das geht auch. Und der ist einfach nur schneller geworden. Schön. Das heißt, ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt. Genau dieser Wach. Ha. Ja, mach mal das.
Ja. Das. Verfickter Müll! Ja, ich hab jetzt halt keine Heilung mehr, ne? Was soll ich machen? Heulen! Ich spiel gleich Stardew Valley. Irgendwas anderes machen. Explodierst du, wenn ich nur in der Nähe bin? Du wirst getriggert, wenn ich in der Nähe bin. Okay. Ja, gehen wir mal die andere Richtung, ne? Mal gucken, was es hier gibt. Beschissene Gegner. Das gibt es hier. Minister. Ich glaube, Sackminister Kürasse. Ein Vollmondgras. Und dann bist du auch noch so knauserig. Augiterführung, schön. Oh, kleine Tunnel, in denen geforscht wird, was für Gegner es hier gibt. Angenehm. Okay. Die mit einer Spitzhacke droppen zumindest mal ein bisschen mehr. Ich kenne diesen Ort. Oh, Überraschung. Überraschung! Das sind Viecher nicht so amused. Große Schafsteinscherbe, Rheinsteinscherbe. Ja, Feuerpfeil. Er schießt lieber Feuerpfeil als Feuerregen. Also, Feuerregen ist schon echt wack. Naja, was eine Aussicht. Okay, wenigstens geht's offiziell nach da unten. Vorsicht. Ja, I doubt it, dass das der Weg ist. Schön, dass es so weiter nach unten geht, ey. Ich brauche eine schnellere Waffe als mein fettes Schwert. Offensichtlich. Spitzhacke ist jetzt halt auch nicht so geil. Ich könnte das Katana verwenden gegen den. Weil einmal es gab halt viel zu wenige Zeitfenster in der zweiten Phase, in denen ich hätte zuschlagen können. Rheinsteinscherbe, große Hartsteinscherbe. Ich meine, ich kriege ja sogar das Zeug dafür. An euch erinnere ich mich. Ja, moin. Zwei Stück? Really? Really? Really, dass ich auch diesen Faustangriff gemacht habe? I wanted to cry. Wenigstens kassiert die halt ein bisschen was auch. Schön, dass du da durchgewichen bist. Schön, dass ich verfehlt habe. Schön, dass ihr kein Interesse mehr habt, oder was? Okay, komm, dann fokussen wir erst einmal einen Gegner. Ich glaube. Alter, diese fetten Keulen, ne? Okay. Gar nicht mal so schwer. 1380, was hast du gedroppt? Okay. Ja, die sind ja gar nicht schwer, anscheinend. Ja, was auch immer ihr hier beschützt habt, ihr seid wack. Gegenstand aufsammeln. Ephelium, Rachensteinklumpen.
Ich würde halt gerne eine Waffe Feuerschaden hinzufügen. Das wäre dämlich. Noch einer. In der Hoffnung, dass es mich nicht in mein Verderben stürzt, wenn ich dich jetzt fokussiere. Du stürzt dich selber in ein Verderben. Entschuldige, was zum Teufel? Bitte lass keine anderen Gegner hier spawnen. Ihr bewacht aber schöne Sachen hier. Lamellenbein, ja, okay, tschüss. Zack. Das ist halt. Ich halt so dumm. Okay, welche Waffe? Das werde ich wahrscheinlich mal bald ausrüsten. Spitzhacke, Clown. Ich werde den Kurzbogen mal wegschicken. Die schwere Armbrust. Beide Fokusse, weil. I'm not gonna do it. Richterschild. Was ich mir gar nicht durchgelesen habe, fällt mir gerade ein. Okay, bitte. Diese Kristallviecher sollen hier immer spawnen. Zeit für Anhäufe. Okay, einfach nur durchrennen und dann den Fahrstuhl nach unten. Das sieht nach einer sehr machbaren Sache aus, dass ich hier alle Käfer hinkriege. Was hast du zu geben? Reiner Schafstein, reiner Hartstein. Ich glaube nicht, dass man hier hinkommen sollte. Also schon, aber hier ist halt nichts. Alles klar, dann würde ich sagen, bevor wir uns weiter dieser Dreckswelt anschauen, ja, ich bin ein bisschen salty, verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.